So, hallo vorab. Ja, das ist die 42 Kilometer lange Strecke, die Karte gewesen. Und auf dem Weg zu meinem Startpunkt unfreiwilliger Zwischenstopp in Schladern. Und hier bin ich jetzt auch schon in Au an der Sieg, wo mein Tourenstartpunkt ist. Ich habe das mal hier so ein bisschen drin gelassen, damit ihr mal so den schnuckeligen kleinen Bahnhof hier seht, der so ganz gepflegt angestrichen war. Und jetzt ein Kommentar vor Ort. So, hallo liebe Fahrradkanalfreunde. Ich bin jetzt in Au an der Sieg angekommen. Ja, es ist heute Donnerstag, der 30. September und wir haben jetzt 15:30 Uhr. Leider hatten die Züge, die S-Bahnen einige Verspätung. Und deswegen bin ich leider später angekommen als geplant. Aber gut, muss ich ein bisschen einen Zahn zulegen. Und jetzt geht's von hier, von Au an der Sieg, in Richtung flussabwärts, an der Sieg entlang, Richtung Hennef. Jo, und ich würde mich freuen, wenn ihr mich wieder begleitet und mitkommt. Und schon geht's auch los. Erst einmal geht es hier jetzt vom Bahnhof runter, von dem Vorplatz. Und ja, leider ist der erste Teil, den ich hier jetzt von Au an der Sieg radel, Richtung Sieg flussabwärts, Richtung Bonn, wo die Mündung ist, geht jetzt gleich leider direkt mal eben an die B256. Und ja, das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aber gut, sind 15 Kilometer. Und wenn man die schnell radelt, dann hat man die in 15 Minuten, 16 Minuten auch hinter sich gebracht. Ihr seht, das ist schon ein bisschen Verkehr. Leider kein Radweg separat. Also was hier rechts und links ist, das ist definitiv kein Radweg, sondern im besten Fall gerade mal ein schmaler Bürgersteig. Ich fand es, wie gesagt, trotzdem nicht wirklich prickelnd. Mein gut, das war jetzt ein Werktag, aber immerhin 15:30 Uhr, da fängt ja genau wegen solchen dicken Lastwagen oder solchen großen Bussen hier, habe ich es dann doch vorgezogen, lieber auf dem schmalen Bürgersteig zu radeln. Ja, hier eine schnuckelige Wartestation und jetzt was vor Ort Live-Kommentar. Hey, das müsst ihr sehen. Das ist ja Trödel, Antik an und Verkauf. Wie toll. Wirklich Trödel. Ja, Trödel. Wo fängt Trödel an? Wo hört Trödel auf? Wo fängt's an? Ja, unnützes Zeug zu sein. Oder, naja, aber gut, das liegt immer alles im Auge des Betrachters. Gut, ich bin jetzt hier schon im nächsten Ort, wo eigentlich dann hier in Rosbach, ihr seht, da kann ich Gott sei Dank dann abbiegen von der B256. Das habe ich dann auch schnell gemacht. Und ja, ich war also heilfroh, dass ich da von der Straße runter konnte. Aber das wird man hier an der Sieg immer mal haben. Aber gut, wenn es denn Dorfstraßen sind, ist es nicht so schlimm. Aber eine Bundesstraße kommt denn nicht wirklich unbedingt so gut. Ja, ich habe dann hier auch eine schöne Bank gefunden. Die fand ich ganz gut und habe mich dazu entschlossen. Hier ist die schöne Bank. Und hier ein Ausblick auf die Sieg. Und habe mich dann hier entschlossen, mein zweites Frühstück zu machen. Ich hatte mir in Hennef im Siegbogen, wo der S-Bahnhof war oder ist, beziehungsweise von da, wo ich gestartet bin, wo man auch ganz gut parken kann, P&R-Parkplatz, könnt ihr am Schluss sehen. Das ist wirklich direkt ideal, direkt am Bahnhof, schön und sauber und gepflegt gelegen. Ja, und direkt dagegenüber war dann eine Bäckerei. Das hatte ich alles im Vorfeld schon ein bisschen recherchiert online.
Und hab gedacht, okay, da gehst du dann, bevor du in die S-Bahn steigst, direkt mal eben rein, holst dir was, im besten Fall belegte Brötchen, aber die hatten die wohl nicht. Naja, gut, habe ich mir halt ein paar Teilchen geholt und hab die jetzt gerade hier mal dann verschnabulisiert. Schwieriges Wort. Selbst erfunden. Ja, habe ich jetzt hier verdrückt mit Kaffee to go, den hatten die auch, den habe ich mir in die Thermoskanne umgefüllt und ja, wie ihr seht, bin ich jetzt hier auf dem Weg. Gott sei Dank jetzt hier erstmal dieses Teilstück separater, schöner Radweg direkt an der Sieg. Man hat hier linker Hand, kann man auf die Sieg schauen. Ja, es wird allerdings dann kurz vor, ja, hier gibt es ein kleines Stückchen, da muss man dann kurz mal eben wieder über die Straße, um dann wieder direkt hinter der Brücke wieder auf den Radweg biegen zu können. Ist auch nicht so ganz wirklich prickelnd gelöst, finde ich. Also an alle Verantwortlichen, es wäre schön, wenn man da direkt unten am Ufer weiterradeln könnte. Naja, gut, halt Wunschdenken. Ja, das habe ich jetzt mal mit der zweiten DJ Pocket gefilmt, weil ich habe die Pocket 1, ich habe die Pocket 2, die Pocket 1 hat nicht ganz so viel Komfort und Luxus Ausstattungen wie die Pocket 2, die ist ja natürlich dann schon mal ein bisschen verbessert. Da kann man auch ein Funkmic dran machen. Das ist bei der Pocket 1 alles ein bisschen umständlicher. Da kann man so ein Modul unten leider nicht direkt dran stecken. So, aber wie ich schon sagte, jetzt geht es mal wieder hoch hier zur B256. Das ist jetzt hier kurz vor Windeck Schladern. Schon fast hier in diesem Uferradweg. Gott sei Dank ist es dann doch hier zumindest ein separater ausgewiesener Radweg neben der Straße. Ja, und hier habe ich dann auch noch mal eine bei Kilometer 9 laut meinem Tacho hier eine Eisenbahnbrücke. Ja, was daran Besonderes, warum ich die hier mit aufnehme? Man sieht hier im etwas mittleren Teil, von hier aus gesehen, ja, ihr seht schon, was ich meine, diesen Betonteil, der in der Sieg steht. Der scheint wohl mal nach dem Krieg oder im Krieg teilweise zerstört gewesen zu sein. Und ich vermute mal, dass der wieder aufgebaut worden ist. Ja, allerdings ist dieser Abschnitt hier nur einspurig. Ja, weil hier links daneben, ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen, hinter der Brücke parallel geht nämlich auch ein Fußgänger- bzw. Radweg entlang. Jo, bei mir geht's jetzt weiter. Ja, der Radweg oder Fußweg, es kommt natürlich auf die Blickrichtung an, wenn man das, also links daneben von der Kameraaufnahme her war es rechts. So, jetzt bin ich hier am Bahnhof Schladern. Oh, das hier ist jetzt Schlaudern. Nee, nicht Schlaudern. Das ist der Bahnhof, wo ich auf dem Hinweg leider eine Zwangspause machen musste, weil die S-Bahn hier nicht weiterfuhr wegen angeblicher Bauarbeiten. Ja, das hat meinen Zeitplan ganz schön umgehauen. Ja, okay. Ich würde mal sagen, ich schaue noch mal einen Blick auf das Gleis, damit ihr auch mal die Gegebenheiten sehen könnt. Falls ihr mal von hier aus
starten wollt, eine Radtour, ja, man kann hier unten sehen, hier runter, das ist der Bahnhof. Das ist jetzt in Blick Richtung Köln und das ist in Blick Richtung Siegen. Okay, weiter geht's. Ja, wie gesagt, nicht schludern oder was auch immer ich gesagt habe, sondern schladern heißt das. Windeck schladern heißt der Bahnhof. Ja, hier war übrigens auch, glaube ich, gerade gegenüber eine Pizzeria, also wer Hunger hat. Also unterwegs gibt es schon ein paar Einkehrmöglichkeiten oder Verpflegungsmöglichkeiten, wie auch immer. Ja, hier geht es jetzt mal direkt neben dem Gleis entlang, nur getrennt. Nur getrennt von diesem etwas witzigen Zäunchen da. Ja, und dann kommt man auf die L333 und da kommt man dann zu dem Dörfchen Altwindeck. Okay. Jo. Ja, das fand ich hier ganz witzig in dem Örtchen, dieses Wartehäuschen, was aussah wie so ein Fachwerk. Also da, denke ich mal, lässt sich's auf dem Bus doch ganz gut drin aushalten und warten. So schönes Häuschen, also das fand ich ganz nett. Ja, hier seht ihr mal die Gegend, also wie gesagt, eigentlich im Großen und Ganzen, bis auf ein paar Stücke, wo man da auf der Straße oder wenn es denn gut ausgebaut war, neben der Straße auf seitlichem extra Radweg radeln kann. Ja, das war so eine Schotterabkürzung. Die hatte ich mir in Komoot eigentlich ausgeschaut und geplant. Und dass ich hier durch diesen Park auch fahren konnte. Aber ich war dann, man ist ja doch immer ein bisschen überrascht, selbst, auch wenn man sich selber ausbaldowert hat, ja, wie es dann doch vor Ort aussieht, ne? Ist man dann doch ein bisschen, ja, Überraschungseffekt. Ja, das war jetzt hier in Dattenfeld, dieser schöne Park. Wie gesagt, und in diesem Örtchen, das hatte ich mir auch in Komoot ausgesucht, da gibt es ein Blumencafé, das seht ihr jetzt hier. Ja, das ist mein schönes Bike. Ja, Kurti, hast du gut gezeigt. ja, denn ich wollte im Vergleich mal dazu dann dieses Bike hier zeigen. Also wie gesagt, das ist ein Blumencafé, man kann hier draußen sitzen und das Fahrrad sieht auch blumig aus. So ein bisschen freaky. Ja, so sieht das da aus. Ist jetzt leider nicht so ein bisschen in einem schönen, romantischen, rustikalen oder altstadtmäßigen Häuschen oder... Aber man hat sich doch sehr viel Mühe gegeben, das irgendwie nett und blumig zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich muss schon sagen, ja, die Mühe hat sich gelohnt. Ich finde es ganz nett. Und innen drin ist es auch ganz urig. Nur wie gesagt, drin möchte ich nicht und will ich auch nicht filmen. Man weiß ja nicht, ob das so erlaubt ist. Aber einen kurzen Blick von der Tür aus reingeworfen, habt ihr vielleicht gesehen, also wie gesagt, ihr seht ja, sitzen auch Leute und ja, wie das früher so üblich war, ne, im Dorf. Ja, ich habe hier so im Hintergrund noch ein schönes Kirchlein gesehen, in, wie gesagt, in dem Ort Dattenfeld.
kam auch gerade noch ein Radler. Ja, und hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, aber wie gesagt, mein Zeitplan ist ja durch diese Bauarbeiten, die da angeblich an der Strecke zwischen Köln und Siegen stattgefunden haben, wurde ja mein Zeitplan da ziemlich durcheinander geschmissen. Ja, das war der Blick oben von der Brücke. Das war die Übersetziger Straße. Okay. Eigentlich hatte ich gedacht, ich müsste da oben drüber. Aber gut, dann habe ich mal von da oben dieses, also von diesen Wehren hier, die Sieg hier so wahrscheinlich durch das doch relativ ja, mäßige oder mäßig steile Gefälle hat, sind da doch dann immer mal solche, ja, ob die jetzt eigentlich natürlich sind, kann ich nicht sagen. Vielleicht weiß das jemand von euch, kann er ja mal in die Kommentare schreiben. Oder ob die künstlich angelegt sind, wer weiß das. Ja, wie gesagt, sonst landschaftlich echt schön, wenn denn, wie gesagt, diese separaten Radwege an der Sieg entlang wirklich mal da sind. Ja, hier habe ich mal wieder mit der Pocket 1 ein paar Aufnahmen gemacht. So sieht das dann aus der Sicht von der Handkamera aus. Ja, die andere habe ich halt immer am Körper. Das ist, finde ich eigentlich ganz praktisch zum einen, und zum anderen ja, es ist eigentlich auch von der Bildruhe her ruhiger als wie jetzt so aus der Hand gefilmt, finde ich. Ihr seht ja so ein bisschen den Unterschied. Gut, man kann natürlich die ich da am Körper habe, jetzt nicht so hin und her schwenken. Ja, kann man schon, gut, aber dann muss man ja auch wieder eine Hand, die rechte Hand, ich bin Rechtshänder, nehmen und dann an dem Steuerknüppel, ja, nach rechts oder links schwenken. Oder oben und unten. Das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man die Handkamera dann nehmen kann und mal so ein bisschen rechts und links von der Strecke schwenkt. Ja, so sieht das dann aus, aber gefährlich. Immer dran denken, mit einer Hand lenken. Aber gut, da war jetzt auch nicht so viel los. So, hier sind wir in Hoppengarten. Ja, hier sind wir in Hoppengarten. Ja, genau, in Hoppengarten. Da muss ich jetzt leider... Einmal hier über die Brücke. Genau, einmal über die Brücke. Aber wie gesagt, man hat da sich doch schon ein bisschen Mühe gemacht für den Radweg an der Sieg entlang. Es gibt also viele Abschnitte, wo man also dann mal eben neben der Bahn direkt den Fluss überqueren kann. Wahrscheinlich, weil das zweite Gleis fehlt. Take off. So, und nun... Ja, und nun kommt mal eine Drohnenaufnahme. Endlich hat mal wieder eine geklappt. Bei meinem letzten Video, was ich hier auf YouTube reingestellt habe, da hat es leider mal nicht funktioniert. Ja, das ist der Blick. Von da aus bin ich gekommen. Ihr seht da diesen blauen Übergang neben der Brücke. Und das ist jetzt hier dieser Rheinbogen, wollte ich schon sagen. Hallo. Siegbogen, mal wieder einer von vielen. Und das ist hier bei Röcklingen, also wie der Rock, Röcklingen. Das ist hier das kleine Örtchen, was, hoffe ich, gleich mal ins Bild kommt. Genau, die paar Häuschen da unten. Das ist dann Röcklingen. Ja, und der Blick geht jetzt Richtung Süden, weil der Fluss, die Sieg, hier so gerade in diesem Abschnitt doch sehr deutlich Richtung Süden fließt. Ja, und da muss ich runter und beziehungsweise lang radeln. Jo, und das werde ich jetzt tun.
Ja, ihr seht, das Wetter war jetzt nicht super schön an dem Tag, aber ja, ich fand es eigentlich zum Radeln ideal. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Gut, man musste halt ein Jäckchen anziehen. Aber es ist ja trocken. Alles gut. Ja, natürlich ist es schöner, wenn die Sonne scheint. So, jetzt kommt auch ein schönes Ausflugslokal. Kilometer 21, Tretbötchen. Und hier eine schöne Einkehrmöglichkeit. Sieht doch richtig toll aus. Mit draußen zum Sitzen. Herrlich. Schön. Weiter geht's. Ja, Kilometer 21, okay. Das ist jetzt für mich im Nachhinein, das ist immer so eine Sache, das hinterher so ein bisschen nachzuvollziehen. Wo war das denn noch? In welchem Örtchen? Also ich meine, das müsste hier, ja, was ist das? Hier steht Herrchen, genau. Müsste man zoomen können. Ja, das Örtchen Herrchen. Also wie der Herr, nur mit einem R. Und in diesem Ort, ihr seht auch so ein bisschen Fachwerk hier, da muss ich dann auch wieder mal über die Sieg, nicht über die Ruhr, nicht über den Rhein, über die Sieg. Und dann ein bisschen durch das Örtchen. Und dann kommt auch wieder ein Radweg direkt neben der Sieg. Und dann geht es auch schon wieder über eine Brücke neben der Bahn. Und ab hier ist es auch wieder zweispurig bzw. zweigleisig, die Strecke. Ja, und so sieht das halt aus. Tja, ob das jetzt die Regionalbahn war oder die S-Bahn, also da bin ich nicht so der Spezialist. Ich kenne mich mit alten Dampfloks aus, aber mit den modernen Zügen, ob das jetzt ein Regionalzug war oder eine S-Bahn, mag mal jetzt dahingestellt sein. Jo, das war dann auch unter der Brücke her. Die war eigentlich, diese Bahnbrücke war eigentlich auch ganz interessant aus bautechnischer Sicht, von der Konstruktion her. Ja, und so sieht das aus mit dem neuen Bike, mit dem vollgefederten. Wollte ich denn auch mal filmen. Leider nichts mehr dran. Und dann kam auch schon eine... Hier. Ich wollte schon sagen, eine Fallobstwiese. Nee, die heißen, glaube ich, Streuobstwiesen. Genau, und da habe ich mir doch mal ein paar Äpfel abgemacht. Jo. Da habe ich übrigens schon ein paar von vertilgt zu Hause. Sehr lecker. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, und wieder mal eine Brücke. Und diese Kameraden hier, die mit blinkendem Rücklicht unterwegs sind. Ja, die waren aber nicht sehr viel schneller eigentlich als ich, muss ich sagen. Jo, ob das jetzt hier ein Elektrizitätswasserwerk ist, nehme ich doch mal an. Ja. Und leider mal wieder ein Stückchen neben der Straße, aber immerhin wenigstens wieder ein separater Radweg. Das ist schon mal immer ganz gut.
Jo, und hier mal der Blick auf mein zweites Handy, wo ich mit die Komoot-Tour abfahre. Und ihr habt gesehen, ja, von der Nahaufnahme dann wieder auf den Weitblick. Das schafft dann die Pocket 1 auch nicht direkt wieder umzuschalten. Ja, ich bin jetzt hier schon an Eiddorf quasi laut dem Ortsschild raus. Was ich jetzt eigentlich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber gut, die Stadtgrenzen sind nun mal per Schilder abgesteckt. Ja, und es gibt auf dem Abschnitt hier zwischen Eiddorf und Hennef, da gibt es halt ein blödes Stückchen. Das ist im Grunde genommen bei Harmonie, heißt das, auf der anderen gegenüberliegenden Siegflussseite. Und da ist eine Steigung. Da muss man halt leider durch, es sei denn, oder man fährt unten auf der Talstraße der L333 lang. Ja, hier eine ältere Dame, die da mit dem E-Bike ganz schön flott unterwegs war. Die habe ich auf diesem Berg tatsächlich auch wieder aus den Augen verloren. Also wie gesagt, da ist ein Stückchen von, ja, ich weiß nicht, wo der Scheitelpunkt ist, ungefähr 2 Kilometer. Da muss man halt hochradeln. Ist auch relativ ganz gut, aber es gibt Stellen mit circa 9% Steigung. Ja, jetzt geht es hier mal wieder zwischen Merten und Bülgenaul, heißt das. Also schlagt mich tot wegen diesen Ortsnamen. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Ihr mögt es mir verzeihen. Ja, ein Bahnübergang. Recht schnuppelig, aber ihr seht, auch wieder einspurig war es, glaube ich. Auch hier dann wieder zurück. Man fährt da kurz einmal auf der anderen Seite der Strecke. Ja, und so sah mein Himmel aus. Es war ja dann auch schon ein bisschen später. Ach ja, und hier dann noch ein paar tolle Wiesen hier mit Graugänsen. Das sind ja so Überwinterungs-Wasservögel sozusagen. Ob die jetzt alle aus Sibirien kommen, schlagt mich tot. Da werden sich die Ornithologen sicher besser auskennen. Ja, ich bin jetzt hier auch schon, biege jetzt hier von dem Siegtal-Radweg ab. Das ist so ein kleiner Schleichweg. Der hat mir auch noch das letzte bisschen aberkannt an Kraft, da musste ich tatsächlich absteigen und schieben. Aber gut, selbst schuld. Ich habe gedacht, so schlimm kann es nicht sein in Komoot. Da war es schon angezeigt, dass das ein bisschen heftig ist. Ja, ich möchte mich, wie gesagt, ich erreiche jetzt hier meinen Startpunkt. Lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Wäre noch schöner. Bedanke mich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.